heute. Vergessen wir aber nicht die Französinnen. Isabel Severino am Stufenbarren. Und sie bietet etwas ganz Besonderes an diesem Gerät. Passen Sie mal auf. Jetzt kommt's. Das war ein sogenannter Deff, dieses Flugteil, was Sie gerade am oberen Holm gesehen haben. Jacques Deff, ebenfalls ein Franzose, erweiterte quasi den Gingersalto, hängte zusätzlich noch eine ganze Schraube in die Flugphase und kreierte somit dieses Element, was die Französin adaptierte und hier heute in Lausanne am Stufenbarren dem Publikum präsentierte. Das Erreichen des Finales ist ein toller Erfolg für die französischen Mädchen, während wir hier noch einmal die Zeitlupe dieses herrlichen Flugteils sehen, ein Gingersalto mit einer ganzen Schraube, genannt Depp. ...9,562 Punkte für das Team Frankreich. Auch wenn sie zwischenzeitlich immer wieder auf Platz 2 lagen.